In Bosnien-Herzegowina, einem Land mit einem äußerst komplizierten Regierungssystem, haben am Sonntagmorgen die Parlaments- und Präsidentenwahlen begonnen. Mehr als 3 Millionen Wähler bestimmen über die künftige Zusammensetzung der dreiköpfigen Staatsspitze des Bundesparlaments und der Parlamente der 2 weitgehend selbstständigen Landesteile. Daneben werden noch die Präsidenten der 2 Landeshälften und die Spitzen zahlreicher nachgeordneter staatlicher Gremien gewählt. Zu den Schlüsselfiguren zählt der bosnische Serbenführer Milorad Dodik, der regelmäßig mit separatistischen Forderungen provoziert und nun den serbischen Sitz im Staatspräsidium anstrebt. Um die Stimmen der bosnisch-kroatischen Bevölkerung und seine Wiederwahl kämpft der Kroate Dragan Kovic. Er will die Schaffung einer eigenständigen kroatisch geführten Region. Bei den Bosniaken zeichnet sich ein Sieg des konservativen Kandidaten Civic Zeferovic ab. Die Lage in Bosnien-Herzegowina ist durch den jahrzehntelangen Dauerstreit seiner 3 Völker blockiert. Ein politischer Wandel ist auch nach diesen Wahlen kaum zu erwarten. Beobachter rechnen mit langen und schwierigen Regierungsverhandlungen. Insgesamt haben 69 Parteien und 36 Bündnisse knapp 7.500 Kandidaten aufgestellt.